in den Medien auch das aufmerksam zu machen, was sie sagen. Aber wir haben so wenig Möglichkeiten, in den Medien darauf aufmerksam zu machen, dass das, was die Bundesregierung sagt, falsch ist. Ja, und das ist schade, finde ich. Und ich will es hier einfach, wir kämpfen jetzt einen Wahlkampf und sagen es den Wählern eben so weiter. Es ist nur Zurückpropaganda oder schreiben sie E-Mails oder was auch immer. Wir müssen gegen diese Desinformationskampagne einfach ankämpfen. Das ist auch klar. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, der wusste nämlich plötzlich auch nicht mehr so richtig Bescheid und stellte deshalb an den Bundesfinanzminister die Frage, sagen Sie mal, Herr Schäuble, bei mir geht's hinterher, sagen Sie mal, wie ist denn eigentlich das maximale deutsche Haftungsrisiko auf sämtlichen Euro-Rettungsmaßnahmen? Und da wundert man sich zunächst mal, dass der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages überhaupt diese Böse gibt, diese Frage zu stellen. Und man fragt sich natürlich, wer hat denn diese ganzen Haftungsrisiken eigentlich bewilligt? Sind das nicht die zuständigen Experten im Bundestag für diese Haftungsrisiken, die in diesem Finanzausschuss sitzen, und haben diese Experten, wenn sie vielleicht zumindest aufschreiben können, was sie in Haftungsrisiken alles gewilligt haben, damit sie bei den jeweils nächsten Haftungsrisiken zumindest mal sagen können, ja, so und so viel haben wir schon gewilligt, vielleicht ist es auch ein bisschen viel. Meine Damen und Herren, die Abgeordneten im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags wussten nicht Bescheid. Sie haben keinen Überblick. Und solche Abgeordneten brauchen natürlich nicht mehr. Lassen Sie deshalb. Und da nickten die Abgeordneten im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, denn das Nicken hatten sie in den letzten 3,5 Jahren ordentlich geübt. Und dann freuten sie sich schon genau. Aber die Beamten, die den Finanzminister im Ausschuss begleitet hatten, die traten ein bisschen verlegen von einem Bein auf das andere. Und dann setzten sie ihre beiden Beine so eigentlich wie möglich in Bewegung und einigen, weil man das den Beamten zutrauen kann. Darf es sagen, weil ich selbst Beamter bin, in ihre Amtsstunden zurück und guckten ihre Unterlagen nach und dann sagten sie, obwohl sie sonst bis zur Selbstverleugnung hin loyal zu ihrem Chef sind, das stimmt leider nicht, was der Bundesfinanzminister gesagt hat. Das maximale Haftungsrisiko ist höher. Es gibt sozusagen ein maximales Haftungsrisiko. Es liegt bei 122 Milliarden Euro. Und das schenken Sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte das. Der Bundesfinanzminister hat falsche Zahlen dem Ausschuss vorgelegt. Und da habe ich dann ein gutes Bürgerwissengefühl zu sagen, da wollen wir mal gucken, ob die Beamten des Finanzministeriums einstimmige Zahlen geliefert haben. Und deshalb haben Sie also wieder ein bisschen rumgewühlt in den Unterlagen, die das Finanzministerium früher schon mal veröffentlicht hatte, und sind darauf gestoßen, dass da schon mal publiziert worden ist, dass das maximale deutsche Haftungsrisiko, was eine Euro-Rettungsmaßnahme beträgt, 310 Milliarden Euro. Also mehr als dreimal so viel wie das, was der Finanzminister im Ausschuss gesagt hat. Und als man dann schon die Frage vorlegt, wieso sagen Sie eigentlich 95, wenn die Wahrheit 310 ist, sozusagen das maximalste deutsche Haftungsrisiko, da sagt er dann schon, naja, das habe ich eigentlich schon mal so gesagt. Das konnte ja nur sagen, weil ich nachschub, naja, bei den 95 Milliarden war ich halt nicht alles benannt, was an Haftungsrisiken ist. Ich habe nur ESM und EFSF genommen, aber ich habe nicht genommen die bilateralen Griechenland-Kredite und ich habe nicht genommen die Kredite der Europäischen Union. Ich habe nicht genommen die Kredite, die der IWF auszahlt, die ja von der Person wie Deutschland auch zu einem bestimmten Teil verantwortet werden. Und ich habe nicht genommen die Zinsen, die wir Griechenland bis zum Jahr 2020 einfach schulden. Schön.
Also jetzt 1830 gegangen. Europa war in Unterlagen des Bundesfinanzministeriums fündig geworden. War. Aber andere haben woanders geguckt, nämlich auf den Seiten des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, wo mein verehrter Kollege Hans-Werner Sinn einen sogenannten Haftungsfehler führt. Und dieser Haftungsfehler weist die maximale deutsche Haftungsverpflichtung 637 Milliarden Euro aus. Weil nämlich auch die Target-2-Verordnung nicht berücksichtigt, die Deutsche Bundesbank hat. Und dann dieser Hans-Werner-Sinn. Und da meinte Herr Schäuble, naja, das ist aber ein Extremszenario. Wir haben also die bemerkenswerte Steigerung jetzt von maximal auf maximaler, auf maximalstes Risiko. Und das maximalste Risiko wird noch überhoben durch ein extremes Risiko. So wie wir, so wie wenn Sie steigern wollten, am vollsten. Und dann, wenn man das noch steigern will, dann ist man Sternlage voll. Die Menschen, glaube ich, gar kein Gespür dafür haben, was für Werte sind, die wir dort aufs Spiel setzen, indem wir sie einsetzen für die Schulden anderer Staaten, die wir sie verpfänden dafür, dass andere Staaten willens und in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen. Wobei wir wissen, dass unter vielen Staaten so aussieht, als könnten wir das nicht. Nun gut, also deshalb spielen wir sozusagen Moment mit diesem Geld. Wir wollen uns das Geld jetzt mal physisch vorstellen. Sie stellen sich bitte einen 50-Euro-Schein vor und diesen 50-Euro-Schein, den legen wir gedanklich flach auf den Fußboden. Und dann ist der Fußboden an dieser Stelle 0,12 mm höher. Und jetzt wollen wir einen gedanklichen Turm aus diesem 50-Euro-Schein, um mal zu sehen, wenn wir den Turm so hoch gebaut haben, dass er in Milliarden vorstößt. Also wenn Sie einen Turm aus flach gepressten 50-Euro-Schein auftürmen bis zu einer Höhe von einem Meter, dann haben Sie nur 416.000 Euro. Das ist ein kleines Vermögen und man kann sich mal schön davon kaufen, ein Häuschen mit Grünen oder und ein schönes Auto. Und man kann vielleicht auch ein bisschen was sparen, das Alter auch für die Bildung der Kinder, aber es hat nichts zu tun mit diesen Milliardengrößenordnungen, über die wir hier sprechen. Also müssen wir den Turm gedanklich viel höher bauen als nur einen Meter. Lassen Sie uns den Turm mal so hoch bauen wie eines der höchsten Gebäude in Europa, wie der Eiffelturm in Paris. Zur Spitze des Eiffelturms. Wir waren ja auch schon mal da und haben ihn gesehen, der steht auf der Kartierung. Der ist ziemlich hoch. Der ist etwas über 300 Meter hoch. Und wenn Sie einen Turm aus flachgepressten 50-Euro-Scheinen bis zur Spitze des Eiffelturms hochbauen, dann haben Sie 125 Millionen Euro verbaut. Das ist etwa eine 8 Milliarden. Das heißt, mit menschlichen Bauwerken können wir das gar nicht ermessen, wie hoch der Turm aus 50-Euro-Scheinen sein muss, der in die Milliardengrößenordnung vorstößt. Wir müssen uns schon an geografischen Hochpunkten orientieren. Nehmen wir mal unbescheidenerweise gleich die Gipfel des Mount Everest. Ja, ungefähr 9 Kilometer hoch. Wir beginnen am Meeresspiegel und bauen jetzt einen Turm aus 50-Euro-Scheinen, flach gepresst, bis hin zum höchsten Punkt der Erde. Dann haben wir gerade mal 4 Milliarden Euro aufgetürmt. Sondern nicht mal 1% des Betrages, den wir diesem europäischen Projekt spielen, aufs Spiel setzen. Selbst wenn wir 11 Mount Everests aufeinander türmen und damit in die Größenordnung von 100 Kilometern an die Grenze unserer Atmosphäre vorstoßen, dann ist es ja gerade erst 44 Milliarden Euro und das ist noch mal 10% dessen, wofür wir haften. Das sind also unglaubliche Werte und mit Werten meine ich eine unglaubliche Menge an menschlichem Fleiß und Mühe und Arbeit, die wir dort aufs Spiel setzen. Die wir aufs Spiel setzen, ohne dass wir wissen, ob wir dieses Geld jemals zurückbekommen werden. Wo wir uns abhängig machen, ja, wo wir uns erpressbar machen von den südeuropäischen Krisenstaaten. Denn sie wissen zwar, eigentlich ist es so, dass wir denen das Geld ja nur geben, wenn die bestimmte Auflagen erfüllen. Aber wenn die Auflagen dann nicht erfüllen, dann sagen die Krisenstaaten, ja, wollt ihr euer Geld zurückhaben oder nicht? Und wenn wir unser Geld zurückhaben wollen, dann sagen die, dann müssen wir uns aber erst nochmal Kredite geben. Ja? Also wir werden erpressbar, je mehr Geld wir dorthin geben und umso weniger können wir auch die Einhaltung dieser Auflagen auch achten und das durchsetzen. Wobei ich im Verlauf
wir noch eine demokratische Europäische Union und die Beschlüsse, die Griechenland regiert wird, die sollen fast denn vom griechischen Volk oder seinen Volksvertretern und nicht zustande kommen unter Druck von irgendwelchen Gremien, die niemand gewählt hat, wie die Kommission der Europäischen Union oder die Europäische Zentralbank oder die internationalen Währungsfonds. Aufgeschoben ist. Präsident Obama will jetzt doch erstmal noch den Kongress fragen, ob der damit einverstanden ist, dass amerikanische GIs dort einmarschieren. Aber wenn es zu einer solchen Entscheidung kommt, und das ist ja durchaus möglich, dann stellt sich natürlich auch für Deutschland die Frage, die das englische Parlament beispielsweise bereits abschlägig beantwortet hat. Will man einen solchen Einmarsch militärisch unterstützen? Würde die Bundeswehr Unterstützung leisten, wenn unsere amerikanischen Freunde in den syrischen Bürgerkrieg eingreifen? Und da wird dann manchmal an mich die Frage gerichtet, wie steht eigentlich die Alternative für Deutschland zu dieser Fragestellung? Wir haben da nichts im Wahlprogramm zu stehen, zu deutschen militärischen Auslandseinsätzen im Allgemeinen und zu zum syrischen Konflikt im Besonderen, sodass Parteimitglieder unsicher sind. Wie verhalten wir uns eigentlich? Wie stehen wir zu dieser Möglichkeit, dass die Bundeswehr dort eingesetzt wird? Und meine Antwort darauf ist relativ einfach. Ich denke, es folgt aus den Prinzipien unserer Partei, die sich als eine Rechtsstaatspartei versteht, die sich als eine Partei versteht, die das Grundgesetz ernst nimmt und ihm in vielen Bereichen wieder Geltung verschaffen will. Wir müssen deshalb nur ins Grundgesetz hineinschauen. Und da steht, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Zur Verteidigung.
zur Verteidigung. Das ist der Zweck der Bundeswehr und das ist von den Vätern des Grundgesetzes ganz bewusst dort aufgenommen worden und so geschrieben worden, denn es hat Zeiten davor gegeben, wo Deutschland eben Angriffskriege geführt hat, Angriffskriege auf fremdes Territorium. Jetzt sollte im Grundgesetz klargestellt werden, die Bundeswehr ist dafür da, das eigene Territorium, die Bundesrepublik Deutschland, zu verteidigen. Das ist der Auftrag der Bundeswehr. Wir haben diesen Auftrag seither erheblich ausgeweitet, weil sich die Bundesrepublik Deutschland der NATO angeschlossen hat. Und die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, wir sind Bündnispflichten eingegangen. Insbesondere haben wir uns verpflichtet, auch bei der Verteidigung eines anderen Territoriums zu helfen, so wie diese anderen Staaten sich verpflichtet haben, uns gegebenenfalls bei der Verteidigung unseres Territoriums zu helfen. Und deshalb kann im Prinzip die Bundeswehr überall innerhalb des NATO-Einsatzgebietes auch eingesetzt werden, wenn ein Angriff auf einen Bündnispartner erfolgt. Also im Prinzip kann sie in Alaska eingesetzt werden und sie kann natürlich auch in Südostanatolien eingesetzt werden, wenn dort ein Angriff von syrischen Territorien aus, beispielsweise auf die Türkei, auf unseren Verbündeten, erfolgen würde. Aber meine Damen und Herren, der Zweck der Bundeswehr ist die Verteidigung. Und weiter aushöhlen, als dass wir sagen, die Bundeswehr kann überall innerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt werden, weiter aushöhlen, sollten wir den Begriff, die Beschränkung des Grundgesetzes, Streitkräfte zum Zwecke der Verteidigung, nicht. Das heißt, ein Schritt deutscher Soldaten über die türkisch-syrische Grenze oder über irgendeine andere Grenze nach Syrien hinein, ist durch das Grundgesetz ganz eindeutig nicht gedeckt. Und da hilft es dann auch nichts, wenn manchmal gesagt wird, dass man das ja vielleicht sanktionieren könnte, legitimieren könne durch einen Beschluss der Vereinten Nationen. Eigentlich nicht, meine Damen und Herren. Ich stimme hier sozusagen mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht überein. Das Grundgesetz ist eindeutig in der Beschränkung, dass Streitkräfte nur zur Verteidigung eingesetzt werden können. Und das können nicht die Vereinten Nationen durch einen Beschluss, aufheben. Auch mit einem UNO-Mandat, so meine ich, gilt die Beschränkung des Grundgesetzes, dass die Streitkräfte, dass die Bundeswehr lediglich zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden darf. Und daran, denke ich, sollten wir festhalten. Dafür sollten wir uns als Alternative für Deutschland einsetzen. Das hat natürlich Konsequenzen auch für andere Einsatzorte, wo die Bundeswehr sich zurzeit außerhalb des NATO-Gebietes aufhält, zum Beispiel in Afghanistan oder am Horn von Afrika. Ich denke, wir sollten hier den grundgesetzlichen Auftrag wieder ernst nehmen und uns aus diesen Missionen zurückziehen oder, wenn es gewünscht wäre, dass man international und außerhalb des NATO-Einsatzgebietes die Bundeswehr einsetzt, dann müsste man eben das Grundgesetz ändern. Aber ich glaube, wir sollten das Grundgesetz nicht sehr leichtfertig ändern, denn es war eine kluge Entscheidung, die Bundeswehr zu beschränken auf Aufgaben der Verteidigung. Und deshalb hat die Konsequenz... Deshalb kann die Konsequenz nur die sein, dass wir uns von diesen militärischen Auslandseinsätzen außerhalb des NATO-Gebietes zurückziehen und auch mal kritisch Bilanz ziehen, was wir eigentlich erreicht haben bei diesen Einsätzen. Insbesondere in Bezug auf Afghanistan ist es so, dass die Bilanz, glaube ich, sehr enttäuschend ausfällt. Wir waren sehr, sehr lange in diesem Land. Wir haben sehr, sehr große Ressourcen in dieses Land hineingesteckt. Wir haben uns auch verstrickt in dieses Land, insofern als wir dort Freunde gewonnen haben, die für uns gearbeitet haben und die wir alleine lassen werden, wenn wir uns zurückziehen aus Afghanistan, die wir einem ungewissen Schicksal überlassen werden, wenn wir uns zurückziehen. Ich glaube, wir sollten künftig bei Entscheidungen solcher Art, jetzt einmal unabhängig davon, dass das Grundgesetz ohnehin vielleicht besser etwas genauer beachtet werden sollte, nicht nur bedenken, wie man in ein Land hineinkommt, sondern auch, wie man dort guten Gewissens wieder abziehen kann. Und das gute Gewissen, ehrlich gesagt, das fehlt mir bei Afghanistan, so sehr ich es begrüße, dass wir unsere Streitkräfte am 1. Januar abzuziehen beginnen werden. Aber wenn wir das dann tun, meine Damen und Herren, wenn wir uns von diesen kostspieligen Auslandseinsätzen trennen, dann habe ich auch einen Finanzierungsvorschlag dafür, wie man die innere Sicherheit
besser gestalten kann. Ich weiß, es sind ja schon erhebliche Mittel, die wir dafür eingesetzt haben. Und vielleicht kann man dann ein bisschen was von der äußeren Sicherheit umwidmen für die innere Sicherheit. Gut, das waren einige Bemerkungen zu Themen, die im Augenblick aktuell sind, aufgrund erstens der Angriffe auf uns als Partei und zweitens aber natürlich auch dieser Krise, von der wir nur hoffen können, dass sie sich nicht weiter verschärft. Ich will vielleicht noch hinzufügen, dass ich mir der moralischen Schwierigkeit dieser Situation völlig bewusst bin. Ich finde es schrecklich, was sich in Syrien abspielt, und ich sage das als jemand, der relativ oft in Syrien gewesen ist. Ich habe also als Wissenschaftler öfter über dieses Land, oder ich habe als Wissenschaftler über dieses Land gearbeitet und habe es oft besucht. Die Situation ist zum Verzweifeln, weil das jetzige syrische Regime, die Regierung Assad, eine ganz fürchterliche Regierung ist, die schwerste Menschenrechtsverletzungen auf sich genommen hat, die sich schwerster Menschenrechtsverletzungen hat zu Schulden kommen lassen, die einen fürchterlichen Überwachungsstaat aufgebaut hat, die Folter in ihren Gefängnissen großem Umfang zu verantworten hat, die alles andere als für westliche Werte steht, aber der in diesem Bürgerkrieg ein völlig unüberschaubares Sammelsurium von gegnerischen Gruppen gegenübersteht, bei denen man nur denkt, dass auch da wohl kaum jemand dabei ist, den wir als unseren Freund bezeichnen wollten, der unsere Unterstützung verdient hat. Und so sehr einen dann die Bilder schockieren, die man sieht vom Einsatz von Giftgas in Syrien, die Bilder von den Kinderleichen, die dort nebeneinander aufgereiht liegen, so muss man eben doch fragen, wenn man seiner Verantwortung gerecht werden will, könnten wir wirklich in einem solchen Land militärisch Besserung herbeiführen? Können wir gegeben die Erfahrungen, die wir oder unsere Freunde, die Amerikaner, in derartigen Ländern mit Interventionen gemacht haben, wirklich ernsthaft hoffen, dass wir das Blatt zum Besseren wenden können für das syrische Volk? Ich muss sagen, ich bin da außerordentlich skeptisch, bin mir geradezu sicher, dass wir an dieser Aufgabe scheitern würden, in einer noch viel schlimmeren Form, als wir in Afghanistan gescheitert sind. Und auch das ist ein Grund, sich in Syrien erst gar nicht einzumischen. Worüber ich eigentlich sprechen möchte, meine Damen und Herren, sind die großen, wichtigen Fragen unserer Gesellschaft. Ich nenne sie meistens die großen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft und unseres Volkes und unseres Staates, die in diesem Wahlkampf von den alten Parteien typischerweise ignoriert werden, missachtet werden, verschwiegen werden. Großen Zukunftsfragen, das sind nicht nur die Fragen nach Sicherheit, innerer oder äußerer Sicherheit, die vielleicht auch mehr Gegenwartsfragen sind als Zukunftsfragen. Zukunftsfragen sind beispielsweise Fragen wie, wer bezahlt eigentlich all unsere Schulden, wenn wir unsere Schulden immer nur durch neue Schulden ersetzen? Wer, meine Damen und Herren, bezahlt eigentlich unsere Renten, wenn wir für unsere Rentner, wenn unsere Rentner ganz zahlreich sind, aber wir immer weniger Kinder in die Welt setzen? Wer ist es eigentlich, der unsere Energieversorgung sichert, wenn wir uns im Rahmen unserer Energieversorgung auf unsichere und unverlässliche Energiequellen stützen? Wer, meine Damen und Herren, gewährleistet eigentlich unseren Rechtsstaat, wenn unsere Regierung das Recht selbst nicht achtet, sondern es verletzt? Fragen werden bedauerlicherweise in diesem Wahlkampf nicht gestellt oder sie werden zu wenig gestellt. Die Altparteien haben gar kein Interesse daran, diese Fragen zu diskutieren, denn diese Fragen, die weisen auf Probleme hin, Probleme, die sie selbst verschuldet haben. Probleme, die entstanden sind durch Entscheidungen, die die Altparteien getroffen haben, in Verkennung der wahren Problemlage. Und weil die Altparteien diese Probleme verschuldet haben, haben wir uns eines vergessen, die Frage der Integration von Zuwanderern beispielsweise, nicht wahr? Die Frage, wie verändert sich eigentlich unsere Gesellschaft, wenn wir Zuwanderergruppen bei uns aufnehmen, die sich bei uns nicht integrieren wollen, ebenfalls eine sehr wichtige Zukunftsfrage, die nicht gestellt wird. Diese Fragen werden von den Altparteien nicht gestellt und sie werden nicht beantwortet. Und das ist sehr bedauerlich, weil man im Grunde genommen in einer reifen Demokratie gerade das erwarten sollte.
dass in den Zeiten vor der Wahl eines Parlaments, in den Zeiten, in denen man bestimmt, in denen man sich seine Meinung bildet, um zu bestimmen, wer in den nächsten 4 Jahren die Geschicke dieses Landes leiten soll, dass man doch da wirklich die politische Auseinandersetzung konzentrieren sollte auf die wirklich wichtigen Fragen. Aber die... Aber die Altparteien lenken ab von diesen Fragen und versuchen uns lieber mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die für sich genommen vielleicht auch eine gewisse Wichtigkeit haben, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die doch nicht so entscheidend, so zentral sind, so wichtig sind, wie diese großen Zukunftsfragen. Da wird abgelenkt mit Fragen wie, wie viele Frauen befinden sich in deutschen Aufsichtsräten? Oder wie behandeln wir gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften steuerlich? Oder was essen wir am Donnerstag in der Kantine? Alles wichtig, meine Damen und Herren, gesunde Ernährung ist wichtig, die Frage nach der steuerlichen Behandlung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften ist wichtig und die Frage der Gleichberechtigung, die sich ausdrücken mag in der gesellschaftlichen Partizipation von Frauen im Erwerbsleben, ist ebenfalls wichtig, aber es sind nicht die großen, bedeutenden Zukunftsfragen unseres Volkes und unserer Gesellschaft. Und einige dieser Zukunftsfragen, nämlich die Fragen, die sich verbinden mit Schulden und wer bezahlt eigentlich unsere Schulden, wie gehen wir mit Schulden um, aber auch die Frage nach dem Rechtsstaat, wer achtet noch darauf, dass der Rechtsstaat respektiert wird, wenn die Regierungen es nicht tun oder selbst gegen das Recht verstoßen. Diese Fragen verknüpfen sich eben mit der Eurokrise als einer der großen Zukunftsfragen, als eines der großen Zukunftsprobleme, was wir haben, von dem wir nicht wirklich wissen und die Regierung erst recht nicht weiß, wo läuft diese... Ganz besonders schlimm ist das bei unseren Freunden in Göttingen. Das haben Sie vielleicht in den Medien verfolgt. Und der Kölner Stadtverband hat das zum Anlass genommen, am letzten Wochenende eine Delegation nach Göttingen zu schicken, um dort Wahlkampfhilfe zu leisten. Wir haben ein Geschenk mitgebracht, also ich war nicht dabei, aber der Burger Becker, unser Vorsitzender, hat ein Geschenk mitgebracht, ein kleines 5-Liter-Fässchen Kölsch, wie sich das gehört. Und wir haben da den Wahlkampf kräftig unterstützt, im Begleitschutz von 35 Polizisten, die dann den Wahlkampfstandort wieder vor der Antifa schützen mussten. Die Bevölkerung ist davon genauso wenig begeistert wie wir. Wir haben also, wie ich höre, viele gute Gespräche geführt. Und alle 35 Polizisten haben auf jeden Fall schon mal gesagt, dass sie völlig unserer Meinung sind und uns auch weiterhin nicht nur in Uniform, sondern auch im Wahlzettel unterstützen. In dem Zusammenhang möchte ich auch ganz gerne von meiner Seite mich bei der Polizei, die draußen vor der Tür steht und uns auch wieder hier bewacht, was ich eigentlich sehr schade finde, danken. Das ist für die auch nicht so einfach, die haben eh schon viel Überstunden, aber sie machen das gerne, denn sie tragen ihr Blau offensichtlich nicht nur in der Uniform, sondern auch in vielen Herzen. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu unseren Saarmoderatoren. Ich weiß nicht, ob schon jemand da ist, aber ich hätte gerne noch eine Frage an Professor Lucke. Ach, da vorne. Aber das ist, also, wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Und dann immer noch so sportlich hier hochspringen, dann schon eine Leistung. Herr Professor Lucke, ich habe heute einen Tipp bekommen, ich sollte mal diese Bild-RTL-Umfrage anklicken. Ich weiß nicht, ob Sie die auch kennen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ganz unten stand eben AfD, da habe ich mein Kreuzchen gemacht und dann konnte ich das Ergebnis sehen und war ganz enttäuscht. Ich habe nirgendwo die AfD gefunden da unten. Ich habe geguckt und geguckt, ich habe 2-3 Mal geguckt und dann sah ich tatsächlich die AfD auf dem 3. Platz bei 23%. Wie empfinden Sie das, wenn Sie solche Zahlen hören? Was soll ich sagen? Ich freue mich natürlich, nicht wahr? Ich habe da schon ganz andere Zahlen gehört. Da hat es nämlich mal so eine ähnliche Online-Umfrage bei einer Zeitung gegeben, von der offenbar unser Facebook-Team dann als erstes erfahren hatte und dann stand die AfD bei 89%. Ja.
Also ich denke, es geht bergauf und das sind sehr interessante Umfragen, wo teilweise 800.000 Bürger befragt werden. Dass wir dann zu solchen Ergebnissen kommen, da kann man natürlich sagen, das ist ein Erfolg der aktiven AfD-Gemeinde im Internet, aber ich denke, es spielt auch ein bisschen wieder, dass wir angekommen sind in der Gesellschaft und dass es bergauf geht. Ich möchte mich auch ganz kurz noch vorstellen, ich bin Martin Hase, hier im Rheinisch-Bayerischen Kreis Ihr Direktkandidat. Wir sind hier eine Partei der bürgerlichen Mitte und ich denke, dass wir gemeinsam schaffen sollten, hier mindestens die drittstärkste Kraft in diesem Kreis zu werden. Wie bin ich zur AfD gekommen? Ich arbeite seit einiger Zeit in Brüssel und habe in Brüssel Fragen zur Europäischen Union selber gestellt bekommen und habe mir sie auch selber gestellt und habe die Antworten teilweise nicht gefunden und habe dann irgendwann auch Herrn Lucke im Internet in einer Talkshow gesehen und da kamen die Antworten. Und ich denke, wenn wir nach Brüssel gucken, wenn man in Brüssel arbeitet, dann kann man wahrnehmen, dass wir als Bürger immer unfreier werden, dass wir immer mehr fremdbestimmt werden, dass uns ein Stück Lebensqualität verloren geht. Und dafür kämpfe ich, dass wir diese Freiheit wieder zurückbekommen und dass wir diese Lebensqualität gewinnen. Jetzt aber fangen wir mit Jörg an. Jörg, hast du einen Kandidaten oder zwei, die eine Frage stellen wollen? Ja. Bitte mit Namen auch ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, wer sind. Mein Name ist Angela Kluge. Ich habe eine Frage. Es wird immer wieder ein Schreckensszenario an die Wand gemalt, dass wenn entweder Deutschland aus dem Euro aussteigt oder die Nordländer aussteigen, entweder unsere Währung oder die von Nordeuropa so stark wird, dass das wirtschaftlich große Probleme mit sich bringt, weil sich keiner mehr den Export, weil es kein Land mehr leisten kann, aus Deutschland zu importieren. Können Sie dazu mal Stellung nehmen? Ja, sehr gerne. Das ist eine wichtige Frage, weil es ein Standardargument unserer politischen Gegner ist. Sie wissen, dass mein Vorschlag nie der war, dass Deutschland aus dem Euro irgendwie einseitig austritt, aber man kann die Frage am besten beantworten, indem man sozusagen dieses Szenario mal unterstellt und sagt, wir treten aus dem Euro, wir führen die D-Mark wieder ein und die D-Mark wertet dann auch stark gegenüber dem Euro um, sagen wir mal, 30% oder sowas. Das ist eine wohl als realistisch angesehene Größenordnung. Da wird es dann behauptet, naja, dann werden ja unsere Waren für die Ausländer 30% teurer und dann kaufen die nicht mehr und dann bricht unser Export zusammen und dann gehen unsere Arbeitsplätze verloren. Das ist noch nicht mal ein Fünftel der Wahrheit. Es gibt nämlich noch eine ganze Reihe anderer Entwicklungen, die dabei auch zu berücksichtigen sind. Das erste ist folgendes. Wenn die D-Mark aufwertet um 30%, dann werden alle Bürger, Sie und alle anderen Haushalte in Deutschland, real erheblich reicher. Denn Sie können dann Waren im Ausland um 30% günstiger kaufen, weil die D-Mark ja aufgewertet hat. Also alles das, was wir importieren, was Sie als Importgüter konsumieren, das ist eine ganze Menge, alles das wird um 30% billiger und dadurch wächst sozusagen Ihr Einkommen real. Was für die Haushalte in Deutschland zunächst mal eine sehr angenehme Sache ist, was ein Einkommenszuwachs ist, ein realer Einkommenszuwachs ist, der Ihnen jetzt durch den Euro 15 Jahre lang vorenthalten worden ist, denn tatsächlich hätte normalerweise die D-Mark irgendwie aufgewertet und das kommt jetzt praktisch alles auf einmal. Nun gut, also dann käme es ein bisschen später und dann kommt es eben ein bisschen plötzlich. 30% Aufwertung bedeutet eine erhebliche Kaufkrafterhöhung für die Haushalte in Deutschland. Das ist erstmal was Positives. Diese Kaufkrafterhöhung in Deutschland würde dazu führen, dass Sie aber nicht nur im Ausland billiger kaufen, sondern dass Sie auch im Inland in Deutschland mehr kaufen. Denn Sie sind ja real reicher geworden. Sie sparen sozusagen daran, dass die Waren, die Sie importieren, günstiger geworden sind und Sie haben jetzt mehr Geld zur Verfügung, um im Inland Waren zu kaufen. Das heißt, deutsche Unternehmen, die vielleicht, das werde ich gleich noch ein bisschen problematisieren, im Ausland weniger verkaufen, verkaufen dafür aber im Inland mehr. Ja, das muss man gegenrechnen und dadurch werden Arbeitsplätze aufgebaut oder zumindest Arbeitsplätze gesichert. Was die Unternehmen betrifft, profitieren die auch. Die profitieren nämlich davon, dass alles das, was sie importieren, Rohstoffe oder irgendwelche Vorprodukte, dass die natürlich auch um 30% billiger zu haben sind. Das heißt, die Unternehmen haben eine Entlastung auf der Kostenseite durch die Aufwertung der D-Mark. Sie können preiswerter produzieren und das bedeutet auch, sie können ihre Preise senken. Von der Preissenkung profitieren sie als private Haushalte und die Preissenkung führt auch dazu, dass sie dann mehr von den Waren kaufen, die Unternehmen produzieren.
Das heißt, erneut steigt die inländische Nachfrage nach den Waren, die deutsche Unternehmen produzieren. Also man muss eben sehen, wenn die D-Mark aufwertet, dann gibt es irgendwelche Effekte im Ausland, auf die ich gleich noch eingehe. Aber es gibt durchweg positive Effekte im Inland. Unsere Haushalte sind real reicher und unsere Unternehmen können mehr Waren im Inland verkaufen. Das ist erstmal alles schön. Jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das aufs Ausland, auf unsere Exporte aus? Also unsere Exporte, hätte man zunächst gedacht, werden um 30% teurer. Aber das stimmt nicht, denn unsere Unternehmen sind imstande, ihre Preise zu senken, weil sie ja ihre Importe billiger geworden sind, weil ihre Rohstoffe und ihre Vorleistungen billiger eingekauft werden können. Das heißt, der Aufwertungsdruck auf die, oder der Druck, den die Aufwertung auswirkt auf die Preise, treibt die Preise nicht um 30% hoch, sondern um irgendwas Geringeres. Lassen Sie uns sagen, 15% oder sowas Ähnliches. Das ist immer noch so, dass die deutschen Waren dann teurer sind als zuvor, aber es ist nicht mehr so dramatisch. Und nun ist es auch noch so, dass das Ausland natürlich profitiert davon, dass seine Währung abgewertet hat gegenüber der deutschen Währung. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache, dass die Wirtschaft da wieder in Schwung kommt. Wenn die Wirtschaft in Schwung kommt in unseren europäischen Partnerstaaten, dann bedeutet das, dass die rauskommen aus der Rezession, dass dann Konjunkturaufschwung ist, dass dort wieder mehr Einkommen und damit auch mehr Nachfrage entsteht. Damit entsteht aber auch mehr Nachfrage nach deutschen Gütern, also mehr Nachfrage nach unseren Exportgütern. Die Nachfrage nach deutschen Gütern im Ausland, die hängt immer einerseits ab von den Preisen der deutschen Güter und andererseits hängt sie ab von dem Einkommen, was in diesen Ländern existiert. Und diese Einkommenskomponente ist eine ganz wichtige Komponente. In allen statistischen Untersuchungen ist das die wichtigste Komponente überhaupt. Der Einkommensrückgang in Südeuropa beispielsweise in den letzten 3 Jahren hat dazu geführt, dass die deutschen Exporte nach Südeuropa um 25% zurückgegangen sind. Davon spricht keiner, dass das Arbeitsplätze bei uns gekostet hat, dass wir weniger verkaufen nach Südeuropa. Es ist auch nicht ganz so schlimm, muss man nur sagen, weil Südeuropa ohnehin nur 12,5% unserer Exporte ausmacht. Also es ist nicht so eine ganz große Menge an deutschen Waren, die dahin verkauft werden. Aber es ist schon etwas gewesen, was uns geschadet hat, dieser Nachfragerückgang in Südeuropa. Und jetzt haben wir eben das Gegenteil. Es kommt jetzt zu einer Zunahme von Nachfrage nach Waren. Gewiss, unsere Waren sind teurer. Insofern sind da zwei verschiedene Entwicklungen, die in unterschiedliche Richtungen wirken. Aber die Nachfragezunahme, das zusätzliche Einkommen, ist etwas, was tendenziell die Nachfrage nach deutschen Waren hebt. Und die Preiserhöhung um 15% senkt sie. Kann gut sein, dass weniger exportiert wird. Aber es wird nicht so dramatisch sein, wie man zunächst denkt, wenn gesagt wird, naja, unsere Preise gehen nur 30% rauf. Denn die Preise gehen weniger als 30% rauf und gleichzeitig hat man einen positiven Nachfrageimpuls. Alles in allem, denke ich, wenn man das berücksichtigt, gut, unsere Exporte mögen ein bisschen zurückgehen, aber gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Waren im Inland. Alles in allem sind das Entwicklungen, die können wir ohne weiteres verkraften. Das sind Entwicklungen, die uns nicht in irgendeiner Form ernsthaft bedrohen. Es sind sogar Entwicklungen, die uns in gewisser Hinsicht fördern, denn diese Marktanteile, die wir vielleicht jetzt im Ausland verlieren, sind zugleich auch Herausforderungen für deutsche Unternehmen und sind immer Herausforderungen gewesen, um diese Marktanteile neu zu kämpfen. Also um Investitionen zu tätigen und Innovationen in unsere Produkte zu tätigen, sodass sie noch ein bisschen besser werden, sodass man diese Marktanteile zurückgewinnen kann, sodass man den höheren Preis rechtfertigen kann. Das haben wir früher erlebt mit Aufwertungen der D-Mark. Man hat von der sogenannten Produktivitätspeitsche gesprochen. Dadurch, dass die D-Mark aufwertete, mussten wir immer um unsere Marktanteile kämpfen. Die SPD haben etwas mehr in ihrem Wahlprogramm dazu stehen, als das bloße Weiter-so. Denn sie haben immerhin den Mut zur Wahrheit gehabt, zu sagen, liebe Wähler, diese Euro-Rettung wird außerordentlich teuer, wir müssen die Steuern erhöhen. Die Steuern müssen erhöht werden nach Auffassung von SPD und von Grünen, weil sie korrekt voraussehen, dass wir große Lasten zu tragen haben aus der Rettung Griechenlands, genauso wie später aus der Rettung Portugals oder Irlands oder der spanischen Bank. Das heißt, das sagen sie relativ ehrlich, abgesehen davon, dass dann zum Beispiel der SPD gelegentlich auch der Mut zur Wahrheit wieder schwindet und sie sagt, als sie kritisiert wird dafür, dass sie Steuern erhöhen will, naja, wir können die Steuern ja später auch wieder senken. Meine Damen und Herren, das ist die eigentümlichste Begründung, die ich für eine Steuererhöhung je gehört habe. Man will die Steuern erhöhen, damit man sie später wieder senken kann. Die Grünen enttäuschen mich da aber ganz besonders stark, muss ich sagen. Denn die Grünen waren ja früher mal eine
junge, frische Partei, die mit neuen Ideen ins Parlament eingezogen ist, so wie wir demnächst. Diese Grünen haben jetzt überhaupt keine neuen Ideen. Die sind alt und arriviert geworden und haben sich dem Mainstream angepasst, soweit sich nicht der Mainstream den Grünen angepasst hat. Diesen Grünen fällt zur Eurokrise ebenfalls nicht mehr ein als Steuererhöhung. Ja, meine Damen und Herren, dafür hätten wir die Grünen nicht gebraucht, nicht wahr? Auf die Idee wäre die SPD auch ganz alleine gekommen. Was aber mich besonders ärgert, muss ich sagen, ist die FDP. Die FDP, wenn ich deren Wahlplakate sehe, dann steht da drauf, Schluss mit Schulden. Nur mit uns. Meine Damen und Herren, wer hatte die ganzen Schulden aufgenommen, die wir in Deutschland haben? War da nicht mal eine FDP mit einer Regierung gewesen? Ist es nicht die FDP, die uns jetzt weismachen will, man könne die Schulden reduzieren und gleichzeitig die Steuern senken? Wie soll denn das bitte schön zusammenpassen, meine Damen und Herren? Das ist doch Populismus. Das ist Populismus pur, dem Wähler einfach frei von der Leber weg Dinge zu erzählen, die mit der wirtschaftlichen Realität in diesem Lande überhaupt nichts zu tun haben. Die FDP, meine Damen und Herren, ist zu einer Partei geworden, die sich um Inhalte eigentlich überhaupt nicht mehr kümmert. Die FDP war mal eine Partei, die sich eingesetzt hat für Ordnungspolitik und tatsächlich hat sie eine Unordnung sondergleichen angerichtet in Bezug auf die Euro-Rettungspolitik beispielsweise. Die FDP war mal eine Partei, die sich eingesetzt hat für fiskalische Konsolidierung und tatsächlich hat sie zugelassen, dass die Staatshaushalte aufgebläht worden sind und dass die Schulden explodiert sind in Deutschland, sodass auch Deutschland weit, weit über die Schuldengrenze des Maastrichter Vertrages hinaus verschuldet ist. Die FDP ist eine Partei, die alle Prinzipien, die sie jemals hatte, verraten hat, um nur und auf alle Fälle doch bitteschön an der Regierung bleiben zu können und ihre Posten und Pöstchen bewahren zu können. Meine Damen und Herren, die FDP hat bei der letzten Wahl 15% der Stimmen bekommen und viele der Wähler, die damals FDP gewählt haben, haben das getan in der Hoffnung, dass die FDP einen maßgeblichen Einfluss auf eine neue bürgerliche Regierung nimmt und die schreckliche Langeweile und Tatenlosigkeit und den Reformstau der Großen Koalition, die wir von 2005 bis 2009 gehabt haben, beendet. Aber heute bin ich gefragt worden in einem Gespräch mit Journalisten, sagen Sie mal, wenn Sie jetzt als Alternative für Deutschland bei den gestiegenen Umfragewerten eben vielleicht doch in den Bundestag kommen oder zumindest der schwarz-gelben Koalition Stimmen wegnehmen, dann gefährden Sie doch die schwarz-gelbe Koalition. Und da fiel mir auf und ich antwortete, meine Damen und Herren, was heißt eigentlich schwarz-gelbe Koalition? Von Gelb habe ich eigentlich in der ganzen Regierungsarbeit überhaupt nichts gesehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, würde ich es auch nicht als einen Verlust ansehen, wenn wir von Gelb in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr viel sehen werden. Lassen Sie uns deshalb... Lassen Sie uns deshalb bitte, meine Damen und Herren, dafür Sorge tragen, dass die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September nicht mehr Prozente kriegt, als ihr Sparbuch zurzeit Zinsen trägt. Nun ist es ja nicht so, dass ich sagen will, die FDP würde ich nicht vermissen in der nächsten Regierung und damit andeuten wollte, naja, aber um die CDU wäre es schade. Nein, die CDU würde ich auch nicht vermissen, aber leider besteht nicht die Hoffnung, dass die CDU an der 5%-Hürde scheitern könnte. Also mit der CDU werden wir uns im nächsten Bundestag schon noch rumschlagen müssen und da kommt dann die Frage auf nach einer großen Koalition. Und wäre das denn nicht negativ für Deutschland, wenn wir diese große Koalition wieder hätten, die wir nicht, die meisten von uns jedenfalls, nicht sehr geliebt haben in den Jahren 2005 bis 2009. Stimmt auch, ist sicherlich nicht meine Wunschregierung. Meine Wunschregierung läge bei 50% AfD, aber das ist auch nicht gerade wahrscheinlich. Also werden wir realistischerweise wohl mit einer großen Koalition rechnen müssen. Aber meine Damen und Herren, so für ganz tragisch halte ich die Sache auch nicht. Denn seien Sie doch mal ehrlich, was haben wir denn zurzeit? Ist es nicht so, dass wir de facto die große Koalition bereits haben?
dass wir eine Regierung haben, in der die liberale Partei gar keine Rolle spielt, in der sie einfach hinten überfällt und in der tatsächlich ständig der Meinungsaustausch und der Interessensausgleich stattfindet zwischen der Regierungsmehrheit im Bundestag und der sozialdemokratisch dominierten Mehrheit im Bundesrat. Ist es nicht tatsächlich so, dass die SPD schon längst keine Oppositionspartei mehr ist und dass sie bei allen großen Entscheidungen mit der CDU gemeinsam diese Entscheidungen verantwortet hat? Ich erinnere an die Euro-Rettung und ich erinnere an die Energiewende, sodass wir de facto in den letzten Jahren eben genau diese große Koalition gehabt haben, von der wir gedacht hatten, dass sie im Jahre 2009 abgewählt worden wäre. Es wird sich also nicht viel ändern, meine Damen und Herren, wenn wir wirklich eine große Koalition haben sollen. Aber es ist nicht sicher, dass wir diese große Koalition kriegen. Und das ist jetzt ein Punkt, den ich glaube, den wir uns als Argumentation gut einprägen sollten und den Sie vielleicht weitergeben sollten an den Wahlkampfstellen. Es wird seitens der CDU immer so die Stimmung geschürt, ja, die Alternative für Deutschland, die gefährdet die bürgerliche Regierung in Deutschland, die bürgerliche Mehrheit, die Mehrheit von Schwarz-Gelb. Meine Damen und Herren, der entscheidende Punkt ist ja nicht so sehr, wie stark Schwarz-Gelb ist gegenüber Rot-Grün. Denn das wissen wir, Schwarz-Gelb wird stärker sein als Rot-Grün, wenn die FDP jedenfalls im Bundestag wäre. Der entscheidende Punkt aber und das eigentliche Risiko dieser Wahl ist, dass wir vielleicht gar nicht Schwarz-Gelb haben werden im nächsten Bundestag, sondern dass wir eine Mehrheit haben werden von Rot-Rot-Grün. Das steht zurzeit nach den Meinungsumfragen so richtig spitz auf Knopf. Ja? Das kann sein, dass Rot-Rot-Grün mehr an Mandaten haben wird im nächsten Bundestag als Schwarz-Gelb. Und da kann der Herr Steinbrück noch so oft sagen, dass er eine rot-rot-grüne Regierung nicht führen wird. Ich erinnere erstens an Frau Ypsilanti, die das auch schon mal versprochen hatte. Und ich erinnere zweitens daran, dass die SPD ja keineswegs darauf festgenagelt ist, diesen etwas ungeliebten Kanzlerkandidaten von namens Peer Steinbrück aufs Schild zu heben. Man kann sich dessen ja leicht entledigen und dann wäre es halt ein Herr Gabriel, der rot-rot-grün führen kann. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, jetzt denken, dass eine rot-rot-grüne Regierung in Deutschland doch nach Möglichkeit verhindert werden sollte, dann gibt es eine Möglichkeit, das wirklich sicher zu verhindern. Und das wäre, dass die Alternative für Deutschland in den Deutschen Bundestag einzieht. Denn mit Schwarz und Gelb und Alternative für Deutschland wird rot-rot-grün ganz bestimmt keine Mehrheit haben. Aber wenn die Alternative für Deutschland fehlt, dann kriegen wir diese Regierung möglicherweise. Wir, meine Damen und Herren, wir können es verhindern, dass es Rot-Rot-Grün gibt. Wenn man uns wählt, dann kann man diese Regierungskoalition fast sicher ausschließen. Wenn man versucht, die Alternative für Deutschland aus dem Parlament herauszuhalten, dann läuft man Gefahr, dass man Rot-Rot-Grün kriegt unter einem Kanzler Gabriel. Diese Botschaft, glaube ich, die müssen Sie den Wählern mitteilen. Damit müssen die Wähler davon überzeugen, dass es richtig und wichtig ist, auch aus strategischen Gründen heraus, die Alternative für Deutschland bei der Wahl am 22. September zu wählen. Es ist aber nicht nur aus strategischen Gründen richtig und wichtig, sondern es ist vor allem, und darüber habe ich den größten Teil dieser Redezeit verwendet, aus inhaltlichen Gründen richtig und wichtig, uns zu wählen. Denn das, was ich an unserer Partei so bewundernswert, so beachtlich, ja so aufsehenerregend finde, ist, dass diese Partei ganz anders ist als CDU und SPD und FDP und Grüne. Denn diese Partei besteht aus vielen, vielen Menschen, die sich in kürzester Zeit zusammengefunden haben und die eine unglaubliche Kompetenz mit eingebracht haben in diese Partei, weil es alles Menschen sind, die mit beiden Beinen auf dem Erdboden stehen, die einer Berufstätigkeit nachgegangen sind oder noch nachgehen, die in dieser Berufstätigkeit erfolgreich gewesen sind, die wissen, wovon sie reden, wenn sie von den Problemen reden, denen sich Deutschland gegenüber sieht, die gelernt haben, in ihrem Beruf Probleme zu erkennen und Probleme zu lösen. Und diese praktische Kompetenz, die ich überall in unserer Partei sehe und immer wieder neu entdecke, diese praktische Kompetenz, die fehlt mir bei den Politikern im Deutschen Bundestag, die seit ihrem 16. Lebensjahr nur Karriere bei der Jungen Union und bei den Jungsozialisten beginnend an ihrer Parteilaufbahn gebastelt haben, bis sie es dann schließlich in den Deutschen Bundestag hineingeschafft hatten, aber die nie im Leben einer ernstzunehmenden Berufstätigkeit nachgegangen sind.
Da sind wir eine echte Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, weil wir nicht Parteikarrieristen anbieten, die für den Deutschen Bundestag kandidieren, wie wir diese Parteikarrieristen auf den Listen aller anderen für den Bundestag kandidierenden Parteien finden, sondern weil wir hier wirkliche Bürger aus der Mitte der Gesellschaft aufgestellt haben. Bürger, die sich Sorgen machen um die Zukunft unseres Landes. Bürger, die erkennen, welche Probleme unser Land hat, welche Antworten es geben muss auf drängende Zukunftsfragen und die sich dafür engagieren, dass diese Antworten auch tatsächlich gegeben werden und die durch ihre praktische Kompetenz und durch ihre Intelligenz dazu beitragen wollen, dass diese Antworten auch tatsächlich gegeben werden. Das, meine Damen und Herren, macht mich ernsthaft sehr stolz auf unsere Partei. Und dann ist da noch ein anderes, was mich wirklich mit Stolz erfüllt. Und das ist die Art und Weise, wie Sie Wahlkampf führen. Meine Damen und Herren, ich bekenne es ganz offen. In unserer Partei und auch gerade in der Parteispitze, im Vorstand, im Bundesvorstand und in der Bundesgeschäftsstelle ist lange nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hätten einen wohlgeordneten, gut durchorganisierten Wahlkampf organisieren sollen, vorbereiten sollen. Und das ist uns nur teilweise gelungen, wenn man es etwas schmeichelhaft ausdrücken möchte. Es fehlt an der Basis eigentlich an allen Ecken und Enden. Und wenn man so durch die Lande reist, wie ich das zurzeit tue, ich will Ihnen mal kurz meinen Reiseweg aufzählen, ich war in Bremen, ich war in Niedersachsen, ich war in Brandenburg, ich war in Berlin, ich war in Sachsen, ich war in Thüringen, ich war in Bayern, ich war in Saarland, ich war in Hessen und ich war in Nordrhein-Westfalen. Wenn man also so durch die Lande reist, dann sieht man eins. Unser Wahlkampf ist überall zu sehen. Und er sieht aus wie Kraut und Rüben. Ja? Es ist ein völliges Durcheinander, nicht wahr? Da sind also eingebastelte Plakate, Plakatmotive, eigenes Layout, eigene Slogans, die sind nie mit irgendjemandem abgesprochen worden. Da ist wirklich die Partei als eine Graswurzelbewegung aufgewachsen und jeder hat den Mangel an zentraler Organisation erkannt, einfach sich in die Hände gespuckt und hat gesagt, mit meinen Fähigkeiten und mit meiner Zeit und mit meinem Geld sorge ich jetzt dafür, dass wir diesen Mangel beheben und ich mache es eben jetzt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und so hänge ich meine Plakate auf und so sieht unser Wahlkampf eben aus. Und es ist großartig, meine Damen und Herren, es ist großartig. Unser Wahlkampf, meine Damen und Herren, wenn man durchs Land reist, er sieht aus wie Kraut und Rüben, aber er findet überall statt. Überall ist das ganze Land blau, überall ist plakatiert, nicht wahr? Überall und aus allen Rohren sozusagen feuern wir mit AfD-Mobilen und mit Facebook und mit YouTube-Initiativen und mit Flugblättern und mit Wahlkampfständen und überall findet im Lande Wahlkampf statt. Meine Damen und Herren, das ist Ihre Leistung, das ist Ihr Improvisationstalent und das sind Ihre Ideen und das ist Ihre Initiative und dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar. Ich möchte Sie bitten, meine Damen und Herren, bewahren Sie sich das jetzt noch für die letzten 2,5 Wochen. Tragen Sie diesen ganzen Schwung, der uns jetzt schon so weit gebracht hat, noch weiter bis zum 22. September. Und am 22. September um 18 Uhr, da wollen wir dann zusammen anstoßen und feiern und uns freuen, dass es uns gelungen ist, in den Deutschen Bundestag einzuziehen.